Ja, also der Titel ist hier der Klimagipfel in Paris, Einschätzung der Ergebnisse unter dem Aspekt der Klimagerechtigkeit und Notwendigkeit. Das habe ich bewusst so auch in die Ankündigung reingeschrieben, weil ich da auch ein bisschen mehr erzählen will und weil mir das auch wichtig ist. Moment. Aha. Also das ist ungefähr die Gliederung. Ich, wie Renate schon gesagt hat, zwei Teile. Der erste große Teil, Moment mal, ich habe auch so was Schlaues, da ist so ein Laserpointer. Sieht man das da von hinten? Ja. Also der erste Punkt A ist sozusagen über das Klimaabkommen und auch eine Einschätzung. Vor allem auch eine Einschätzung. Und B, das ist die letzte Viertelstunde dann, also eine Stunde brauche ich wahrscheinlich für das Ganze. Und eine Viertelstunde oder 10 Minuten mit ein paar Fotos, Eindrücke von vor allem von der vom Alternativgeschehen, habe ich das in Paris genannt. Das sind der eigentliche Vortrag, sind also 7 Punkte. Ich muss das hier jetzt nicht noch einmal sagen, weil das kommt ja im Detail, die einzelnen Punkte. So. Also COP21, COP, was heißt das? Conference of the Parties. Das heißt, nach dem Klimarahmenvertrag, da sage ich gleich noch was, die Parteien, die Vertragsparteien sind damit gemeint. Und zwar sind es die Vertragsstaaten, 195 Staaten plus die EU. Es gibt ein paar mehr Staaten noch, das sind dann so kleine und ich weiß es nicht, wer da jetzt genau fehlt. Nordkorea habe ich, glaube ich, nicht gefunden, ist da auch nicht dabei zum Beispiel. Ja, ich will ganz kurz auf die Geschichte eingehen dieses Rahmenvertrags, damit man ungefähr politisch das einordnen kann, was ist da überhaupt dieser internationale Klimaprozess, worum handelt es sich da. Ich gehe sehr gerne zurück auf den ersten, wo ist er jetzt, hier. Also 1990. Der erste Bericht des IPCC, es sind ein paar Fremdworte jetzt, ist der International Panel on Climate Change, also in Deutsch der UN-Klimarat oder Weltklimarat, der den ersten Bericht gemacht hat. Und deshalb ist mir das auch wichtig, weil damit für mich sozusagen dieses Klimaproblem relevant in der Welt ist, auf der Erde ist, politisch. Es ist zum ersten Mal also ein UNO-Gremium, das wissenschaftlich einen ausführlichen Bericht gemacht hat. Im Übrigen also auch diese IPCC wird oft missverstanden, sind jetzt nicht Wissenschaftler, die selbst die Forschung gemacht haben, die sie da berichten, sondern deren Aufgabe sind schon Klimawissenschaftler. Im Anfang waren es hauptsächlich Naturwissenschaftler, die das gesamte Wissen und die gesamte Forschung, die gemacht wurde, in der Welt global zusammenfassen und einen Bericht dann machen. Inzwischen gibt es 4 weitere Berichte, also das ist jetzt wir haben jetzt den 5. Also 4 weitere Berichte. Und das ist Ehrenamt, weitgehend ehrenamtlich, aber das sind alles meistens Professoren oder sowas, die selbst natürlich eine gute Stellung haben in den Universitäten oder an irgendwelchen Forschungsinstituten. Aber im Prinzip sollte man wissen, der IPCC ist eigentlich eine Zusammenfassung der Forschung, des Forschungsstandes weltweit. Und dieser erste Bericht war eben 1990. Das heißt, wir kennen seit 25 Jahren das Problem der globalen anthropogenen Klimaerwärmung, die Gefahr des Temperaturanstiegs durch menschlichen Einfluss. Das ist wichtig. Eine Klimaänderung durch natürliche Einflüsse hat es natürlich schon im ganzen erdgeschichtlichen Verlauf gegeben, aber dieser anthropogene Einfluss, ich kann da jetzt nicht weiter darauf eingehen. Ich schätze mal voraus, dass wir alle wissen, das Klimaproblem und da jetzt auch nicht auf die Gefahren und das Ganze eingehen müssen, weil da haben wir einfach nicht die Zeit. Jetzt noch mal schnell durch, also dieser Prozess der Klimadiplomatie, schlug ein wie eine Bombe 1990, sozusagen dieser erste Bericht, wo es wirklich amtlich
quasi in der Welt war, ja, die Menschheit ist in der Lage, die Atmosphäre so zu beeinflussen, dass es negativ ist für die Menschheit am Ende auch. Das war vorher umstritten, auch in der Wissenschaft. Wie gesagt, ich habe ja auch da in der Zeit einem Projektträger gearbeitet und mit Forschungsförderung für den das Bundesministerium für Forschung auch mit initiiert und mitgemacht. Und das war also eine lange Forschung in den 80er Jahren, weltweit, aber auch in Deutschland natürlich, nicht, um diese Frage, wie groß ist denn der anthropogene Einfluss und so weiter. Das war dann amtlich gesagt. Also dann war die Reaktion 1992, diese UNO-Konferenz, die Rio-Konferenz, UNCED. Und da ist diese Klimarahmenkonvention, UNFCCCC, UN Framework on Convention on Climate Change, etabliert worden. Das war ein erster Klimarahmenvertrag. Und in diesem Rahmen, deshalb erkläre ich das jetzt, habe ich es ein bisschen ausführlicher erklärt, sind diese ganzen Klimakonferenzen, Weltklimakonferenzen jährlich zu verstehen. Und die werden durchnummeriert. Die erste war in Berlin, was die wenigsten Leute wissen. Da wurden so Grundlagen, also ich nur ein paar wichtige. Die COP3 war dann in Kyoto. Das Kyoto-Protokoll ist bekannter. Da waren für die Industrieländer wurde vereinbart eine sehr geringe Reduktion der Treibhausgase der Industrieländer um 5%. Und das ist gerade mal erreicht worden, ist auch erst 2005 in Kraft getreten. Dieses Kyoto-Protokoll hat eigentlich nur bis 2012 war es in Kraft. Ist dann verlängert worden, aber das sind alles Details, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen. Dann COP15, wisst ihr alle noch, Kopenhagen, völliges Scheitern habe ich dahin geschrieben. Also das war wirklich ein totaler Reinfall. Es kam, es war die große Hoffnung, ja, Kopenhagen, da könnte wirklich ein Vertrag zustande kommen. 2009, ich war auch dort für die Alternativbewegung und kam aber nicht. Dann war jetzt wieder, es gibt jährlich diese, nicht, also das merkt man ja auch der Nummerierung. Jetzt die COP21 in Paris, auch wieder die große Hoffnung, ja, hoffentlich ist das der Durchbruch. So, und das wollen wir sehen. Also das Ergebnis ist hier anders schon mal als in Kopenhagen. Es gibt ein Paris Agreement, einen Paris-Vertrag, aber wie ist der einzuschätzen? Nur die wichtigsten Punkte, ich kann natürlich nicht auf alles eingehen, aber die ich für die wichtigsten halte. Zunächst einmal, als erstes will ich hervorheben, das 1,5 Grad Ziel wird völkerrechtlich vereinbart. Was heißt das? Ihr kennt alle das 2 Grad Ziel. Das heißt, dass wie von der Wissenschaft gesagt wurde, wir schaffen es auf keinen Fall mehr, die Temperatur, die globale Mitteltemperatur, um die geht es immer hier. Es geht nicht um die Temperatur in Bayern oder in Deutschland oder in den USA oder sonst irgendwo, sondern gemittelt über die ganze Erde aus den vielen Temperaturmessstellen über die Erde verteilt. Das ist ein Verfahren, das etabliert ist und keine nicht allzu große Probleme bereitet. Also eine globale Mitteltemperatur dazu bestimmen, zu errechnen, dass die nur 2 Grad höher sein soll über dem Niveau vorindustrieller Zeit, also irgendwann 1800 oder 1850 oder auch 1900 meinetwegen, weil da hat sich nicht sehr viel geändert am Anfang. Und wir haben inzwischen schon eine Temperaturerhöhung im Vergleich zu diesem Niveau um 1 Grad, müssen wir wissen, ja. Also 0 ist schon gar nicht mehr möglich, 1 Grad, anthropogener Einfluss. Das heißt 2 Grad, das Ziel, da war von der Wissenschaft dann sozusagen als Kompromiss gesagt, dann schätzt die Wissenschaft ein, dass die Folgen noch einigermaßen zu beherrschen sind auf der Welt. So, das war bisher immer der Stand, dass man gesagt hat, das ist das große Ziel, wir wollen das 2 Grad Ziel einhalten. Und jetzt in Paris haben sich die Entwicklungsländer und kleine Länder, der Inselstaaten und so, durchgesetzt, dass sie gesagt haben, nein, das 2-Grad-Ziel ist zu schlecht, wir müssen das verschärfen auf 1,5. Also es darf über den heutigen Niveau nur noch 0,5 Grad sich erhöhen.
Das ist ein Erfolg, muss ich einschätzen oder denke ich, ein riesiger Erfolg der Entwicklungsländer gegenüber den Industrieländern. Es haben sich dann am Ende auch ein paar Industrieländer dafür stark gemacht, weil sie gesehen haben, sonst kriegen wir gar keinen Vertrag und so weiter. Aber die Initiatoren sind die Entwicklungsländer eigentlich. Und das ist auch so zu interpretieren als Erfolg dieser. Der Artikel 2, ich will nur ganz kurz, also das Rote jetzt mal, nicht, darstellen, wie das hier formuliert ist. The average temperature to well below 2 centigrade above pre-industrial levels and to pursue efforts to limit the temperature increase to 1,5. Also man will die 2 Grad über das vorindustrielle Niveau einhalten und versuchen, also alle möglichen Anstrengungen unternehmen, um den Temperaturanstieg auf well below 2 Grad zu halten und in Richtung 1,5 Grad zu gehen. Und ebenfalls da unten Finance Flows consistent mit diesem Weg, um die Klimagase zu reduzieren, zu gehen. Aber, und das ist das große Aber, was ich dann habe, auf der einen Seite bin ich froh, war ich sehr überrascht auch. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass das kommt, dass wirklich 1,5 Grad, dass man sich darauf einigen kann. Aber es ist keinerlei konkrete Maßnahme beschlossen worden, um dieses Ziel zu erreichen. Da kommen wir wirklich jetzt noch im Detail weiter drauf. Der Punkt 2 ist die sogenannten freiwilligen Selbstverpflichtungen, auf Englisch INDCs, Intended Nationally Determined Contributions. Das heißt, jeder Staat wurde aufgefordert, im Vorfeld schon, es gibt ja immer wieder lange Vorbereitungen, übrigens in Bonn ist das Klimasekretariat, wisst ihr das? Also das ist ganz gut, das internationale Sekretariat, was diese UN-Rahmenkonvention sozusagen verwaltet. Und das war damals bei dem Regierungsunterricht. Na, lass das mal. Also diese INDCs oder diese freiwilligen Selbstverpflichtungen, was heißt das denn? Man kann sich das schon denken, freiwillig, jeder Staat wird aufgefordert, selbst zu sagen, was will ich denn tun für das Klimaproblem? Naja, das ist ja noch weit weg und dies und das. Und dann legt man etwas vor. Inzwischen haben ungefähr 160 bis 170 Länder dann auch was vorgelegt, bis Oktober letztes Jahr. Und wenn man das alles addiert, ich habe es hier hingeschrieben, dann wird man auf keinen Fall das 2-Grad-Ziel einhalten können. Sondern erste Schätzung, das ist natürlich ein voluminöses Werk, man kann es im Internet runterladen, ich gebe auch da nachher die Webadresse an, UNFCCC. 1500 Seiten, da ist jeder Staat, der da was geliefert hat, mehr oder weniger umfangreich, nicht? Also hat sich da ziemlich die Finger wund geschrieben und das Papier ist ja geduldig, man kann ja vieles draufschreiben. Aber trotzdem, auch wenn man annimmt, dass das eingehalten werden würde, was ja überhaupt nicht klar ist, auch dann würde man auf plus 3 Grad kommen. Also unmöglich eigentlich. Also eine Geschichte, die nicht 2 Grad wird ja schon, habe ich ja gesagt, befürchtet, dass man es vielleicht doch nicht wird bewältigen können, die Folgen. Deshalb ja 1,5 als Fernziel, aber wenn es konkreter wurde, wenn man das zusammenzählt, akkumuliert, dann wäre das ein Limit von 3 Grad sogar. Es gibt keine gemeinsamen Standards, keine verpflichtenden Bewertungen, keine Sanktionen. Also da ist, wir alle, die ein bisschen politischer sind, wissen das zum Beispiel bei der WTO oder TTIP oder sowas, da gibt es immer Schiedsgerichte, da gibt es harte Sanktionen. Bei der EU ebenfalls, die Troika, die geht nach Griechenland und macht da Sanktionen. Aber im Klimabereich, was eine existenzielle Frage ist der Menschheit, da spielt man so und sagt, ja, keine verpflichtende Bewertung, keine Sanktionen. So, sind wir natürlich nicht zufrieden. Das IPCC soll, also dieser Klimarat soll im Jahr 2080 einen Spezialreport über notwendige Maßnahmen vorlegen, wie man die verbunden sind mit diesen 1,5 Grad. Das ist gar nicht so wichtig. Man weiß schon, was man tun muss. Man wüsste das. Aber trotzdem ist natürlich trotzdem gut, also da habe ich jetzt nichts dagegen, wenn der Weltklimarat es nochmal richtig ausarbeitet und diskutiert und so, was da wirklich raus
getan werden muss. Das wird sicher nicht angenehm werden für viele Staaten, ne? Weil dann drin stehen muss. Also das könnte mir glauben, 2018, es wird ein harter Bericht werden müssen, weil da drin stehen wird, wir müssen die Kohle abschalten, wir müssen aus den fossilen Energien rausgehen, so schnell wie möglich, möglichst heute als morgen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Also Grassl, Professor Grassl, der Direktor, Max-Planck-Digger, Direktor von Hamburg, der inzwischen im Ruhestand ist, aber den ich gut kenne, weil er auch damals im Projektträger natürlich da auch in Gutachtergremien und so weiter war, der hat auf einem Vortrag im Dezember gesagt, dank Felix habe ich den nachhören können, hat er gesagt, das 1,5-Grad-Ziel, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir heute alle fossilen Kraftwerke abschalten, hat der gesagt. Und der kennt sich aus, er hat also die ganze Modellierung gemacht, sicher besser noch als ich. Ab 23, das ist ein positiver Punkt, sollen alle 5 Jahre Zusammenfassungen und die Konsequenzen dargestellt werden, mit der Möglichkeit, diese freiwilligen Selbstverpflichtungen zu verbessern. Es ist also drin formuliert, das zeige ich jetzt nicht, wie es formuliert ist, aber dass man, kann man übrigens ja auch nachlesen, nicht? Das kann man sich auch runterladen, den Paris Agreement, in Englisch, in Deutsch habe ich es noch nicht, keine Übersetzung gefunden, kommt aber sicherlich vom Ministerium wahrscheinlich. Diese Selbstverpflichtungen, wenn die dann im Abstand von 5 Jahren wieder vorgelegt werden müssen, dann dürfen sie sich nicht verschlechtern, sondern sie müssen sich verbessern. Also wenigstens gleich bleiben. Aber das ist natürlich auch vage, relativ vage. Trotzdem ist es ist es positiv und es wird eine globale Inventur eingerichtet werden, eben von Bonn, von diesem Klimasekretariat, UNO-Klimasekretariat. Das hat nichts mit der deutschen Regierung zu tun, nicht? Das ist eine reine, UNO-Gremien sind halt in verschiedenen Ländern und die Bundesrepublik hat damals beim Regierungsumzug gesagt, ihr könnt Bonn, wir unterstützen das auch ein bisschen, wenn das nach Bonn kommt. Und das sind da so 400 Leute beschäftigt jetzt und manchmal sind die auch im ehemaligen Bundestag, tagen die und so weiter. So, wenn man jetzt diese INDCs im Detail anschaut, wir haben nicht die Zeit, das sehr im Detail, sondern nur so ein bisschen, will ich euch einen Eindruck geben, wie sieht denn das aus? Auch ein bisschen unterfüttern. USA will das CO2 reduzieren um 28% bis 2025, hört sich gut an, aber da ist ein Trick dabei, sie haben als Basisjahr nicht 1990 angegeben, wie die meisten Länder oder wie viele Länder, wie wir eigentlich gesagt haben, was sinnvoll ist, denn seit 1990 gibt es das Klimaproblem auf der Erde, ist es amtlich sozusagen bekannt, sondern sie machen einen Trick 2005. Es war so, dass bis 2005 die CO2-Emissionen oder Treibhausgasemissionen in den USA auch kräftig noch angestiegen sind von 1990. Das heißt, wenn man als Referenzjahr dann ein höheres nimmt, dann ist eine Reduzierung besser, gemütlicher, ne? Also, und wenn man aber 1990 angibt, dann wären das nur 19%. Also da wird getrickst, ne? Man hat ja die Freiheit, jeder darf es ja machen, wie er will, so ungefähr. Die EU hat bis 2030 eine Reduktion um 40% versprochen, Deutschland 40% bis 2020. Das ist im Konzert der Staaten relativ gut, das muss man sagen, nicht? Trotzdem, wir werden danach drauf kommen, noch ist es immer noch nicht ausreichend, meine ich. Treibhausgase oder CO2 jeweils? Das habe ich jetzt gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Oben habe ich es hingeschrieben, da ist es dann CO2. Die EU-Reduktion, ja, das müsste eigentlich Treibhausgase sein. Aber die Frage ist insofern berechtigt, CO2 ist natürlich der Hauptgrund oder der Hauptbestand, der absolut überwiegende Bestandteil der Treibhausgase, zu über 80% ist CO2. Deshalb werden viele Dinge, und ich mache es nachher auch, sich hauptsächlich mit CO2 beschäftigen, aber das hängt natürlich auch von den anderen ab, von den Ländern ab. Japan hat gesagt 26% bis 2030,
Basisjahr nehmen die jetzt einfach so 2013, ist natürlich noch besser für sie. Wenn man das im Vergleich zu 1990 rechnet, konkret im Fall, dann ist es 18% weniger. Südkorea hat zum Beispiel gar kein Vergleichsjahr genommen, die haben eine ganz andere Methode. Die haben gesagt, wir machen eine Baseline. Wir machen ein Vergleichsszenario, Business as usual. Also wir sagen, wenn es so weiter ginge wie heute, dann wäre das sozusagen das Vergleichsszenario. Und wenn man das im Vergleich dazu betrachtet, dann wollen wir kräftig reduzieren, und zwar bis 2030 um -37%. Wenn man das aber umrechnet nach dem Verfahren Vergleich 1990, dann wäre das sogar +81%. Könnt ihr euch das vorstellen? Also man sieht schon an den Beispielen, China hat gesagt, das Maximum der CO2-Emissionen soll um 2030 erreicht werden. Also die haben jetzt gar nicht von absoluten Zahlen erreicht, sondern die sagen, wir werden ja noch wachsen und so weiter. Und das Maximum wollen wir 2030 oder vorher, Möglichkeit früher, das haben sie echt gesagt. Die CO2-Emissionen, die sagen, was unser Ziel ist, jetzt quantitativ, die rechnen das pro Bruttosozialprodukteinheit. Also 1 Milliarde Bruttosozialprodukt zum Beispiel ist heute so CO2-intensiv und in der Zukunft wollen sie das erheblich reduzieren, bis im Vergleich zu 2005 und 2030 um 60-65%. Trotzdem ist es natürlich nicht ausreichend, auch weil, wenn das Wachstum noch höher ist, dann ist das auch eine relative Verminderung, ist schon was, aber wahrscheinlich dann auch nicht ausreichend. Aufforstung, das ist ein positiver Punkt in China, die haben ein riesen Aufforstungsprogramm. 4,5 Milliarden Kubikmeter, also da werden alle UNO-Statistiken über Aufforstung positiv beeinflusst durch China. Aber wir haben es ja schon gesagt, wenn man die Gesamtwirkung der INDCs, das ist jetzt nur ein Auszug aus den 160, 170 Ländern, die da was vorgelegt haben, das könnte man so weitermachen, nicht? Das ist also eine große Aufgabe für die Leute in Bonn, das wirklich zusammenzufassen und dann auch von der Forschung her noch genauer zu bewerten und so weiter. Das sind ja nur Schätzungen da, mit den 3% erhöhen. Ach so, das wollte ich jetzt doch nochmal zitieren hier, wie es wirklich formuliert ist, weil man sieht, wie wachsweich das ist. Parties aim to reach global peaking of greenhouse gas emissions as soon as possible. Wunderbar, ne? Also so schnell wie möglich wollen wir die Treibhausgase reduzieren, das ist ja schön. Und wir wollen eine Balance erreichen zwischen den anthropogenen Emissionen und den Senken von Greenhouse-Gasen, von Treibhausgasen. Das ist jetzt was Neues. Das ist jetzt zum ersten Mal reingekommen in einen Klimavertrag in der Welt. Und ich halte das für ziemlich gefährlich. Weil jetzt nicht mehr gesagt wird, da komme ich auch später nochmal drauf, nicht Dekarbonisierung oder sowas gesagt wird oder fossil free, wir wollen raus aus der Kohle oder so, sondern wir wollen das in den nächsten halben Jahrhundert, also ab 2050 bis zum Ende des Jahrhunderts, wollen wir eine Balance zwischen positiven und negativen Emissionen. Der Begriff negative Emissionen heißt, es wird wieder CO2 herausgenommen aus der Atmosphäre. Wie kann man das tun? Der erste Punkt, und der ist positiv, geht durch Aufforstung. Indem man viele Wälder neu pflanzt, wieder pflanzt, dann wird CO2, die Bäume wissen wir ja alle, leben vom CO2. Na, das ist ja eigentlich kein Gift, sondern das ist ja was Positives in der Hinsicht. Dann nehmen das auf und daraus kann man sozusagen auch, wenn man das streng und großartig macht, dann kann man da wirklich relevant da auch was rausholen, aber natürlich lange nicht so viel, als die Emissionen sind, die durch die fossile Verbrennung zustande kommen. Aber es gibt dann andere Techniken, die da im Hinterkopf sind und die da diskutiert werden. Das ist das CCS, sogenannte Carbon Capture and Storage, also dass man sozusagen Filter macht hinter einem Kohlekraftwerk, das Kohle, die das CO2 rausnimmt und dann in die Erde verpresst.
Das sind aber riesige Mengen. Man muss sich vorstellen, das ist ja nicht so konzentriert wie, wie zum Beispiel die radioaktiven Abfälle oder sowas. Nicht? Also das ist ja schon ein Problem, eine Endlage. Aber jetzt beim CO2, das sind riesige, riesige Mengen. Also das wirklich in den Griff zu kriegen, in den Mengen, die da nötig sind, ist schier unmöglich, meines Erachtens. Ist gefährlich, dann gibt es die Möglichkeit sozusagen, also auch was so eine Spinnerei ist, würde ich sagen, Entschuldigung, wenn ich so ein Wort sage, aber es ist tatsächlich vielleicht ein bisschen so, dass man das die Ozeane düngt in einer bestimmten Weise, dass die Algen besser wachsen, die dann vielleicht CO2 aufnehmen und dann so langsam in die Tiefe absinken und dann ist das CO2 auch verschwunden. Aber was das sonst bedeutet, nicht, wenn man es im großtechnischen Maßstab macht. Das heißt ja nicht, dass man so kleine Spielerei, das kann man ja mal machen, wenn man im Chemiebaukasten sowas macht oder so. Nicht? Aber wenn man das jetzt großtechnisch für die Erde macht, um wirklich diese Milliarden Tonnen zu binden in die Erde hinein, dann ist das völlig unabsehbar, völlig unklar, was das für Bedeutungen hat und so weiter. Dann gibt es andere, naja gut, da gibt es so ein paar Dinge. Das ist jedenfalls ziemlich gefährlich. Da müssen wir in Zukunft gut aufpassen. Das werden wir noch häufiger hören. Auch andere Geoengineering-Projekte, so nennt sich das Fremdwort, Geoengineering, also eine ingenieursmäßige Herangehensweise an dieses Problem Klimaerwärmung global auf Riesenmaßstab. Dass man sozusagen zum Beispiel Spiegel im Weltraum montiert, also irgendwie mit Satelliten dort fixiert, sodass die Sonne gar nicht mehr richtig reinkommt. Oder dass man, lass mal, da gibt es eine ganze Menge von Dingen, die wirklich hanebüchen sind eigentlich, aber ja. Ich habe hier noch rot unterlegt, Basis of Equity, da komme ich gleich drauf, das Equity ist ein gutes Prinzip, das ist zumindest mal hier erwähnt. Das Wort Equity ist wichtig. Es geht da wirklich um einzelne Worte in der Interpretation der Punkte. Wenn man ein dritter Punkt, will ich kommen auf Finanzierungsfragen. Das war auch eine große Auseinandersetzung in Paris zwischen Entwicklungsländern und zwischen Industrieländern. Da werde ich auch noch mal genauer drauf kommen. Meine Einschätzung insgesamt ist so, dass selbst diese versprochene Summe, versprochen wurde dies übrigens in Kopenhagen, damals hat man ja nichts erreicht. Aber das Einzige, was man ein bisschen erreicht hat, war, beziehungsweise was man gesagt hat, in 11 Jahren, damals, 2009, hat man gesagt, in 2020, da sind wir bereit, euch armen Schluckern, die ihr da betroffen seid, ein bisschen Geld zu geben. Also 100 Milliarden ist ja nicht wenig, aber trotzdem. Jetzt nähert sich dieser Zeitpunkt 2020 so langsam, nicht? Da wurde natürlich jetzt gefragt von den Entwicklungsländern, wer bezahlt, wie viel bezahlt jeder, wann, wie und so weiter. Wurde nichts vereinbart. Praktisch eine schwammige Formulierung. Es wurde richtig bewusst, ich habe mich da richtig reingekniet und das ein bisschen studiert, und ich habe den Eindruck, das ist meine persönliche Einschätzung, dass man mit Bewusstheit das verkompliziert hat, dieses ganze Finanzthema, dass man sich gewehrt hat, also gerade nicht klar aufzuteilen, eine klare Regulierung zu machen, konnte man ja eigentlich nicht, dass man dann offen ist, zum Beispiel auch Entwicklungshilfegelder umzuetikettieren, jetzt dann in Zukunft also weniger Entwicklungshilfe und dafür sind es dann halt Klimaschutzgelder, nicht? Oder private Investitionen sogar da hinein zu definieren und so weiter. Nicht? Also es ist jetzt keineswegs so, dass da, dass man gesagt hat, ja, das wäre nach dem und dem Schlüssel und so weiter. Also gut. Dann komme ich ein vierter Punkt, der mir persönlich sehr wichtig ist, ist, es gibt keine Perspektive in diesem Vertrag einer globalen Klimagerechtigkeit. Also das hören Sie wahrscheinlich von anderen Leuten sehr wenig, diesen Aspekt. Jetzt zum Beispiel von Kassel oder leider auch Schellenhuber oder so Leuten.
Ich finde es wichtig und verzeihen Sie mir ein bisschen, wenn ich jetzt ein kleines bisschen brauche, Zeit brauche, um das ein bisschen mehr zu erklären. Ich muss also jetzt einen Exkurs machen, um zu erklären, damit Sie verstehen, was ich meine, wenn ich sage, Klimagerechtigkeit fehlt da. Was ist denn eigentlich Klimagerechtigkeit? Was ist globale Klimagerechtigkeit? Da ist es ganz gut, wenn man mit dem Gegenteil anfängt, um das zu erklären. Was ist Klimaungerechtigkeit? Ungerecht ist das, was ich hierhin geschrieben habe, vor allem die Länder, die historisch am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, sind oft die am stärksten von Klimakatastrophen betroffenen Länder. Ihr erinnert euch, Katastrophen, Hurricanes in Philippinen, in Indonesien, in Vietnam, in der Karibik. Da war es allerdings auch in den USA, aber das ist der relativ seltenere Fall. Die Überschwemmungen in Bangladesch, die Dürren in Afrika und so weiter. Also man kann praktisch sagen, die am meisten betroffen sind, tragischerweise, ja, das will ja niemand, aber so ist es halt, ist der tropische Gürtel um die Erde herum. Und wir im Norden, also die meisten Industrieländer sind ja da nicht so betroffen, gut, haben aber ziemlich viel dazu beigetragen, da kommen wir gleich drauf. Da wäre es doch gerecht, ne? Wir fragen uns ja, was ist globale Klimagerechtigkeit, zumindest irgendwie einen kleinen Ausgleich zu machen. Gewissen Ausgleich dafür weltweit eigentlich zu etablieren. Und wenn man so einen Vertrag macht, dann wäre es ja vielleicht auch nicht schlecht, darüber zu sprechen. Aber Sie können das gucken, ich habe das getan, in dem Klimavertrag ist das Wort Climate Justice, Klimagerechtigkeit, kein einziges Mal kommt es vor. Oder einmal im Vorspann, irgendwo eine ganz allgemeine Form. Es gibt aber ein Konzept einer globalen Klimagerechtigkeit. Das ist nicht so unmöglich, dass man das nicht machen könnte. Es geht davon aus, dass die Erdatmosphäre erst einmal ein globales Gemeingut der Menschheit ist, der Menschen ist. Das ist, glaube ich, selbstverständlich, da will keiner was dagegen haben. Die Atmosphäre gehört jedem Menschen. Jeder Mensch hat dasselbe Recht, CO2 in die Atmosphäre zu emittieren. Allerdings natürlich nur bis zum verträglichen Maß. Also das Prinzip der Gleichheit spielt da eine Rolle. Equity ist da das Wort im Englischen, wenn ich es richtig übersetzt habe. Daraus folgt eine präzise Aufteilung. Würde folgen, muss man sagen. Würde folgen, folgt eigentlich eine präzise Aufteilung von Emissionsrechten auf einzelne Nationen. Und wie geht das? Wie kann das gehen? Da muss man jetzt mal ein bisschen hingucken und sagen, ja, da gibt es die Klimawissenschaft und die sagt uns Folgendes, nämlich was da unten steht. Wenn man das 2 Grad Temperaturziel, ich rede gar nicht von 1,5, 2 Grad Ziel einhalten will, die Wissenschaft sagt immer mit Wahrscheinlichkeit, mit 75% Wahrscheinlichkeit, was eine grottenschlechte Wahrscheinlichkeit ist. Wir würden uns alle nicht in den ICE setzen, wenn der nur 75% Wahrscheinlichkeit ankommen würde. Also mit 25% Wahrscheinlichkeit nicht ankommt. Aber da im Klimabereich ist es eine gute Wahrscheinlichkeit. Viele, gerade auch heute wieder, wenn so in Expertenkreisen diskutiert wird, dann geben sich leider auch Wissenschaftler zufrieden mit 66%, also 2/3% Wahrscheinlichkeit. Und das, gut, ist nur ein Nebending. Dann dürfen die kumulativen CO2-Emissionen von 1990 bis 2050 den Wert von 1.100 Milliarden Tonnen CO2 nicht überschreiten. Merkt euch bitte, nicht die Milliarden Tonnen, das kann sich kein Mensch vorstellen. Geht jetzt immer um Milliarden Tonnen, also Gigatonnen ist dasselbe. 1.100, diese Zahl, merkt euch bitte. Ich berufe mich da auf eine Veröffentlichung von 2009 vom WBGU, Wissenschaftlicher Beirat Globale Umweltveränderung der Bundesregierung, also keineswegs auf meinem Mist gewachsen, ja, kann man vielleicht ein bisschen vertrauen. Also, es tut mir leid, dass ich jetzt ein paar Zahlen, ich bitte euch mal da mitzumachen geistig, weil ich finde das wahnsinnig wichtig, um eine Urteilsfähigkeit zu haben, über die Zahlen, die uns da immer wieder um die Ohren fliegen, wenn es um globale Klimageschichten geht. Die Welt, dafür fangen wir mal an, da steht diese Zahl 1.100 im Bereich CO2-Emissionen von 1990 bis 2050. Das ist der Zeitraum, in der da
betrachtet wurde. Jetzt ist interessant, wie viel ist denn da schon verbraucht von dem? Das sind 637. Das Budget, was uns zur Verfügung steht, uns als Menschheit, nach wissenschaftlichen, das können wir nicht als Laien sozusagen herausfinden. Alles andere aber, das eine müssen wir glauben. Darum bitte ich euch, ne? Glaubt das. Das ist genauso, wie wenn wir uns ein ICE setzen, dass wir da auch glauben, dass der Fahrer vernünftig ausgebildet ist, dass der Ingenieur richtig gearbeitet hat. Da bitte ich auch darum, also diese Zahl müssen wir einfach jetzt mal der Wissenschaft glauben. Und ich lege da auch ein bisschen meine Hand ins Feuer. Ich denke, dass die sind redliche Leute in diesem Bereich. Das kann man nicht bei allen Wissenschaften, bei allen Wissenschaftsbereichen sagen, bei vielen nicht. Aber in dem Klimaforschungsbereich jedenfalls kann man das sagen, weitgehend, naturwissenschaftlichen Bereich, ökonomisch, politisch vielleicht auch nicht ganz. So, also was bleibt übrig? Differenz, ne? Ganz einfache Subtraktion und pro Jahr ist da so 35 Milliarden werden emittiert. Wenn ich jetzt das größte Land der Welt nehme, China, dann hat es 19,7% der Bevölkerung, ganz einfacher Dreisatz ausgerechnet, dann bleiben 216 Milliarden Tonnen CO2 als Budget sozusagen denen zur Verfügung nach diesem Gedankengang. So, was haben die denn in da könnte ich jetzt fragen, aber wir müssen es ja schneller machen. Dann 126 haben sie schon emittiert. Das ist also schon mehr als, Sie sehen, 1990 bis 2013 sind 23 Jahre und das andere Budget, die 216, sind ja für 60 Jahre gedacht. Nicht? Also Sie haben jetzt schon mehr als die Hälfte in 23 Jahren, was Ihnen eigentlich für 60 Jahre zusteht. Und das bleibt, Sie haben nur noch 90 übrig und jährliche Emissionen von 10, über 10. Was heißt das? Ist oder soll? Bitte, was? 10. Ist das ein Ist oder ein Soll? Alles ist Ist-Werte, nur dass die 2014 bis 2050 ist einfach Subtraktion. Nein, letzte Spalte. Die letzte Spalte ist 2013 Ist. Ist, okay. Ja, ja, nee, woher soll? Ist ja logisch. Es ist ja schon vergangen. Da haben wir jetzt ein modernes, ziemlich nahes genommen. USA hat gemäß seiner Bevölkerung von 4,5% Weltbevölkerung 50, ein Guthaben sozusagen, ein Budget von 50. Jetzt stelle ich doch mal die Frage, was denkt ihr denn, was USA schon verbraucht hat in der ersten Spalte? Bitte? Über 100. 60 sagen wir jetzt. 200, ihr seid aber Pessimist. Also, nach kurz 132. Also mehr als das Doppelte, fast das Dreifache. Also, so, ja, was kommt jetzt in der Differenz heraus? Ein Minuszeichen kommt jetzt heraus und da wird es jetzt irgendwie komisch. Was machen wir denn mit dem Minuszeichen? Hat 5,3 Milliarden Tonnen, wie gesagt, in letzter Zeit sind sie runtergegangen, vor allem auch wegen dem Fracking, weil, was ja in anderer Hinsicht schlimm ist, aber rein CO2-mäßig noch einen Vorteil gegenüber der Kohle hat, weil Gas weniger emittiert pro Energieeinheit. Lassen wir es mal so stehen. Deutschland hat eine Bevölkerung so und so 13, steht ihm zu für diesen 60 Jahre. Was hat Deutschland? Ich mache es kurz. 21, auch schon sein Budget überschritten. Hat auch ein Minus. 8 und hat von 850 Millionen, ne? Das ist ja alles Milliarden, also das sind 58. Russland nehme ich auch noch mit rein, hat auch eine negative Bilanz. Ich habe jetzt nur mal ein paar wichtige Staaten herausgenommen. Indien noch hat 192 Budget und hat nur 29 bisher emittiert. Ne? Und hat noch zugute 163. Merken Sie sich ein bisschen diese Zahlen, also zumindest die Tendenz, weil das ist die Grundlage, um eine Urteilsfähigkeit zu haben über viele, viele Diskussionen, die im Bereich der globalen CO2-Problematik geführt werden und die viele Leute nicht haben, nicht parat haben. Wenn man diese Zahlen halbwegs mal verstanden hat, vielleicht darf ich bei der Gelegenheit einen Hinweis machen,
Es gibt ja auch Publikationen von mir im ISW, im Newsletter, wenn man da auf die ISW-Seite geht und dann bei der Suchmaschine meinen Namen eingibt, dann kommt man da zu den verschiedenen Publikationen. Da gibt es welche, wo das ganze Verfahren noch ein bisschen genauer beschrieben ist, oder von Transform Network, man sieht es auch da hinten an der letzten Spalte, nicht die Ungerechtigkeit oder die Unterschiedlichkeit, da könnte ich jetzt noch eine Spalte machen, Pro-Kopf-Emission. Und das ist im Grunde dann dieselbe Aussage, dass natürlich Indien eine viel, viel geringere Pro-Kopf-Emission von CO2 hat. Das steckt dahinter. Das ist jetzt ein Gedankengang, den WBGU nicht gemacht hat, wo ich das weitergeführt habe, dass man sozusagen dann sich überlegt, was machen wir denn mit dem Minuszeichen? Na, das kann man ja nicht einfach so stehen lassen. Von der Idee her, die ich vorher versucht habe darzustellen, einer Gerechtigkeit, da haben wir ja gesagt, ein bisschen wäre es nicht schlecht, wenn man einen kleinen Ausgleich machen könnte und würde. Wie kann ich einen Ausgleich machen? Mir fällt nichts anderes ein, es tut mir leid, als Geld. Auch wenn ich das nicht so ganz mag. Das hat also nichts mit Geldhandel zu tun und nichts mit Spekulationen und nichts mit sondern einfach ein purer Ausgleich. Diejenigen Länder, die da negative Bilanz haben, dass die sozusagen etwas geben. Und wenn man das hat, dann kann man auch das nennen Schulden. Das sind wirkliche Schulden. Darf ich kurz eine Frage stellen? Ja. Zu der Folie davor. Bisschen lauter. Zu der Folie davor, das würde mich noch kurz interessieren, die Emissionen, also wird die auch dann umgerechnet sozusagen auch auf den Wirtschaftshandel, also wenn jetzt sozusagen Amerika oder Deutschland relativ viel Güter produzieren, auch für andere Länder oder so? Nein. Das ist natürlich sehr hohe, also wenn ich jetzt sozusagen... Ja, ich verstehe. Also deine Frage ist... Ob da sozusagen die Waren, die wir von China beziehen, die werden in China produziert und erzeugen dort CO2-Emissionen, werden die jetzt China zugerechnet oder uns? Nach diesem ersten Ansatz werden sie China zugerechnet. Das heißt, es wäre noch schlimmer für uns, wenn wir die dann auch für uns noch negativ rechnen würden. Das wäre dann der nächste Schritt, um das zu verfeinern. In einer nächsten Klimaverhandlung, wenn man das überhaupt akzeptieren würde, diesen ganzen Ansatz damit. Und klar, gute Frage, aber das können wir in der Diskussion auch nochmal. Gut, also wenn wir das jetzt tun, wenn wir eine Tonne CO2 nur mit 40 Dollar bewerten, das ist natürlich eine Frage, das ist jetzt so genommen mal, erstmal 40 Dollar. Das können wir vielleicht in der Diskussion dann noch ein bisschen beleuchten. Ich habe hier mal hingeschrieben, die CO2-Preiserfahrung-Vereinbarung sollte natürlich ein Ergebnis von internationalen Verhandlungen sein, weil das natürlich eine kritische Größe ist. Nicht? Und wenn ich da, je mehr ich da reinsetze oder je weniger, umso mehr wird insgesamt natürlich der Betrag, das geht direkt proportional. Aber wenn ich das tue, was kein schlechter Ansatz ist, 40 Dollar, wer sich ein bisschen auskennt, weiß, dass das ist nicht zu hoch gegriffen, eher zu niedrig, manche sagen 100 Dollar, aber andererseits ist zum Beispiel jetzt in den Emissionsrechtehandel, den wir nicht befürworten, sind 5 Dollar zurzeit, aber wir wissen alle, dass das Kochen schlecht ist und völlig unbrauchbar dadurch. Also wenn wir diese 40 Dollar einsetzen, dann käme für USA Klimaschulden von sage und schreibe pro Jahr 212 Milliarden Dollar heraus. Für die Bundesrepublik kommt 34 Milliarden Dollar. Also wer sich ein bisschen mit Zahlen auskennt, weiß, das sind keine Zahlen, die diese Länder umbringen, aber sie sind schon beträchtlich. Also das ist ungefähr der Rüstungsetat, nicht? Diese 34 Milliarden in Deutschland, sagen, um die Größenordnung zu sagen. Wenn man jetzt das ist aber jetzt nur das für 2014 gerechnet, wenn ich zurückgehe und noch für die aufgelaufenen, und zwar ab 1990 nur aufgelaufen. Also ich bin ja sehr, oder wir sind da sehr human sozusagen mit den Ländern, die eigentlich Schulden haben,
nach dieser Betrachtung, weil wir nur ab 1990 rechnen. Andere, radikalere Klimaleute rechnen von Beginn der Industrialisierung ab. Ich stehe eigentlich hinter diesem Ansatz und sage, ab 1990 wissen das erst richtig. Und von daher kann ich eigentlich erst dann so etwas berechnen und kann nicht jemanden für etwas bestrafen, was er noch gar nicht wusste. Ne? Vorher wusste man es eigentlich jetzt nicht richtig. Wenn ich jetzt die 12 Top-Klimaschuldner der Welt hier aufliste, dann steht an erster Stelle natürlich USA, zweite Stelle Russland, dritte Japan, vierte Deutschland, fünfte Korea, Republic of Korea, Kanada, Saudi-Arabien, United Kingdom, Australien, Italien, Polen und Ukraine, ganz kurz gesagt. Damit wäre, wenn man das alles addiert, das sind nur die, sind nicht alle Länder drin, sind fast, aber sehr viele OECD-Länder sind da dabei, die heute Klimaschulden haben. Ich glaube, das kann das genau beantworten, wenn es jemanden interessiert. Die Liste habe ich, glaube ich, sogar dabei, wo ich das ausgerechnet habe. Wenn man das alles addiert, dann kommt man über 570 Milliarden auf einen Klimafonds. Potenziell, nicht? Wäre das? Das ist die Dimension, um die es hier geht. Das ist das Entscheidende. Deshalb habe ich das so ausführlich jetzt gemacht, damit ihr ein kleines Urteilsvermögen bekommt über die Zahlen, die da immer hin und her schwirren. Nicht? Die Hendricks kam nach Hause, hat eine tolle Presseerklärung gemacht. Ja, sie war ganz toll, war das alles. Und die Bundesrepublik, oder die, man hat sich geeinigt, auf 400 Millionen Euro hat man in einen Versicherungsfonds, da kommen wir aber später noch dran, dazugegeben. Dann müsst ihr mal vorstellen, entblödete sich nicht wirklich. Also es geht um 570 Milliarden und da wird gesprochen, ne, in der Größenordnung von 0,4 Milliarden, also 400 Millionen. Ne. Auch der Klimafonds bisher von 10 Milliarden Dollar, um die es in der Zwischenzeit ging, in den letzten Jahren, ne, und jetzt noch in der Zukunft, die sind aber noch nicht mal zusammengekommen. Da wird gekämpft und wird hin und her getrickst, um sich da zu entziehen. Bisher sehr zäh finanziert, ist völlig unzureichend. Selbst die 100 Milliarden, die ich vorhin erwähnt habe, die ab 2020 avisiert sind, sind natürlich auch noch viel zu wenig angesichts dieser Klimaschulden. Das ist jetzt nur ein kurzer Einschub. Wie könnte man die Klimaschulden in Deutschland aufbringen? Natürlich müsste man dann kämpfen um ein Verursacherprinzip, dass diejenigen, die hauptsächlich profitieren und verursachen die Klimaschäden und dann die Klimaemissionen, dass die auch durch Abgaben zu verpflichtet werden, dass man zum Beispiel umweltschädliche Subventionen streicht, das sind 50 Milliarden, dass man auf Rüstungsausgabeerhöhung, was geplant ist, verzichtet, es werden 23 Milliarden, dass man zum Beispiel eine Finanztransaktionssteuer, was ja ATTAC schon seit Jahr am Tag fordert, dann so. Also nur um eine Vorstellung zu haben, diese Zahl ist groß, aber sie würde einen Staat nicht umbringen. Das war das. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Fonds, der das verwaltet, der sollte natürlich unter strenger UN-Verwaltung mit Sanktionsmöglichkeiten stehen. Nicht nur alles freiwillig tun, sondern da wirklich auch ähnlich wie bei der WTO, aber natürlich für einen guten Zweck und nicht für einen schlechten wie dort. Die Transfers, Finanz- und so weiter, Transfers nur für Klima. Es geht hier nicht um die Weltrettung gegen Hunger und Krieg und was weiß ich alles. Die großen anderen Probleme, die auch sehr nah sind. Es geht hier nur um, das könnte man auch sehr gut kontrollieren, könnte auch die Korruption, glaube ich, wirksam bekämpfen durch eine vernünftige Kontrolle. Das Ziel wäre damit, und das wäre realistisch, wenn man in dieser Größenordnung einen Fonds hätte, wäre es realistisch, dass tatsächlich das Klimaproblem noch in den Griff zu bekommen ist, weil man dann den Entwicklungsschritt der Entwicklungsländer, der armen Länder, dass sie die Möglichkeit haben, diese fossilistische Phase, die wir in unserer industriellen Entwicklung gehabt haben, weil wir es auch nicht besser wussten zum Teil, zu überspringen. Dass sowas möglich ist,
Kann man vielleicht in der Diskussion auch nochmal vertiefen. Mir ist klar, diese Forderung ist radikal, aber ihr merkt es, ich bin überzeugt davon. Ich denke, sie ist objektiv der Gerechtigkeit entsprechend und der Notwendigkeit. Sie ist notwendig. Wir brauchen in dieser Größenordnung etwas. Alles andere ist zu wenig. Dem wurde in Paris nicht entsprochen. Die Ursache liegt wohl, meine ich, im herrschenden System. Deshalb ist nach wie vor die Losung, die schon in Kopenhagen formuliert wurde, aktuell: System Change, not Climate Change. Wir brauchen einen Systemwandel, keinen Klimawandel. Das ist eine Floskel und eine Forderung gewesen, die in den Straßen skandiert wurde. Kommen wir nachher drauf. Naomi Klein will ich hier kurz zitieren. In ihrem neuen, sehr lesenswerten Buch sagt sie ebenfalls, diese Alternative, Kapitalismus und Klima, ist kaum miteinander zu vereinbaren. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber ich werde es nicht mehr erleben, glaube ich. Aber vielleicht meine Kinder, aber wahrscheinlich auch nicht. Wir kommen wieder zurück, das war jetzt dieser Kurs, wir kommen wieder zurück zu dem Paris Agreement. Ein fünfter Punkt ist Loss and Damage. Das ist ein Begriff, der auch sehr umstritten war, übersetzt Schaden und Verlust und Schaden. Da haben auch gerade die sehr geschädigten Länder, die schon viele Katastrophen haben, die kleinen Entwicklungsländer, Inselstaaten, darauf Wert gelegt, dass man das auf keinen Fall streicht, was die Industrieländer wollten. Die wollten das raushaben. Die wollten diesen Paragraph, der schon in früheren Dokumenten drin war, weghaben. Todd Stern, der Verhandlungsführer der USA, hat bei dieser Debatte gesagt, da gibt es ein Zitat im Guardian, wo er zitiert wird, wenn irgendetwas reinkommt in Richtung Haftung, konkret, dann gibt es mit USA keinen Vertrag. Nicht? Also klipp und klar Erpressung gesagt. Insofern ist es auch nicht drin, wirklich. Es ist nur als Wort drin. Es ist also keine Haftung. Es ist mangelhaft formuliert. Es ist wachsweich. Und als Trostpflaster hat man sich dann geeinigt auf eine in Richtung gehend von privaten Versicherungen. Die Munich Re hier, die Münchner Rückversicherung, wird sich freuen. Ne? Weil das ist natürlich das Geschäft. Und da kommen diese 0,4 Milliarden, die ich vorher erwähnt habe, die Hendrik so gelobt hat in der Presseerklärung vom BMU, um sich, sage ich, aus Haftungspflichten davon zu stehlen. Na, sagt man, macht jetzt eine private Versicherung, dann muss halt der Staat nicht mehr haften und wir finanzieren ein bisschen da an. Ja? Aber das soll dann ein Privatgeschäft werden für die Rückversicherer zum Beispiel. Und ja, ein sechster Punkt, den ich negativ finde, ist dort, dass das Wort Dekarbonisierung ganz rausgefallen ist. Damit nicht nur das Wort, sondern auch der Gedankengang, der ja ganz wichtig ist. Das Entscheidende ist, wenn wir darüber nachdenken, was ist das Problem, das Hauptproblem des Klimawandels, das sind die Emissionen. Und die Emissionen kommen woher? CO2 vor allem. Aus der Verbrennung von fossilen Rohstoffen, also in erster Linie Kohle. Deshalb habe ich da hinten eine Kohlekarte aufgehängt für Deutschland. Wir müssen aus der Kohle aussteigen. Da ist München auch dabei. Deshalb habe ich auch hier das Steinkohle-Bürgerbegehr. Vielleicht kann man das mal rumgeben, dass man da hinten ist die Argumentation ein bisschen drin. Also ich empfehle das sehr stark. Ich arbeite da auch mit für ATTAC in diesem Bündnis, das inzwischen über 40 Organisationen hat. Hier sehe ich auch der ein oder andere, die dort auch mitarbeiten. Also es fehlt dieser Gedankengang fossil-free. Wir müssen frei sein von fossilen Rohstoffen, möglichst schnell. Eben da kommt der Begriff rein mit den negativen Emissionen, die ich ja schon angedeutet habe. Das können wir jetzt schneller gehen, weil ich da schon drauf eingegangen bin. Aufforstung finde ich gut, aber alle anderen finde ich schlecht. Und alles, was noch im Hintergrund schlummert, das wird, wie gesagt, in Zukunft noch stärker kommen, ist negativ oder problematisch, meines Erachtens. Da müssen wir jedenfalls sehr genau hingucken. BECCS? Bitte? BECCS ist Bioengineering CCS. Das heißt, man macht Pflanzen im großtechnischen Maßstab und
wenn sie dann verbrannt werden, dann versucht man die CO2-Emissionen, die da herauskommen, in die Erde, also mit dem CCS-Verfahren unter die Erde zu bringen. Also auch in mehrfacher Hinsicht große Fragezeichen dahinter. Siebter Punkt finde ich positiv und dafür möchte ich auch werben. Das Ganze ist, habe ich ja ganz am Anfang gesagt, dieser ganze Prozess, Klimaverhandlungen und so weiter, ist im Rahmen der UNO, der UN. Und ich finde, wir sollten, wir als fortschrittliche Bewegung, so empfinde ich jetzt auch hier unsere Versammlung hier und anderswo, sollten das verteidigen. Es gibt andere Klimaschützer, die da anderer Meinung sind, die sagen, ach, vergiss es doch, diese, da wird mehr CO2, also so Stammtischniveau, nicht, da wird mehr CO2 verbraucht, wenn da 10.000 Leute da hinfahren, hinfliegen und das ist doch alles sowieso Kokolores. Es ist, ich bin ja kritisch, ihr habt es gemerkt, trotzdem meine ich, wir müssen darum kämpfen, das zu erhalten noch. Das ist, finde ich, auf globaler Ebene fast das Einzige, was wir noch haben. Andererseits dürfen wir es nicht in Gegensatz stellen, diese internationale, globale Klimadiplomatie gegen die lokalen Aktivitäten. Deshalb ist es mir auch so wichtig, dass wir global denken und auch agieren und fordern, aber auch lokal handeln. Hier in München oder wo auch immer, im Braunkohlegebiet im Rheinland oder sonst wo. Was ich auch positiv finde, ist dieser Verschärfungsmechanismus, potenziell Verschärfungsmechanismus alle 5 Jahre. Das ist zumindest eine Diskussion, die dann geführt werden muss. Zusammenfassend möchte ich sagen, im Vergleich zu Kopenhagen ist es gut, dass es einen Vertrag gibt. Das ist also, ne, ich lehne das nicht total ab. Der Vertrag aber alleine ist keineswegs in der Lage, den anthropogenen Klimawandel zu stoppen. Es braucht dringend eine weiter wachsende globale und vielfältig regionale Klimabewegung. Das muss verstärkt werden. Wir müssen darauf aufpassen, dass das, ja, vielleicht noch ein paar andere, das waren jetzt alles meine Gedanken und meine Bewertung, die ist natürlich sehr unterschiedlich. Ihr werdet es merken, wenn ihr zu unterschiedlichen Leuten geht, die über Paris berichten, dann wird es sehr unterschiedlich ausfallen. Ich habe meine Gedanken da gegeben oder stelle sie zur Diskussion oder unsere auch vom ISW. Einige Kommentare, James Hansen, das ist ein prominenter US-Klimaforscher, der ist in Rente inzwischen. It's a fraud, really, a fake, sagt er, das ist ein Betrug. Also ganz extensiv und radikal dagegen. Er sagt, es sind nur wertlose Worte, keine Aktion, nur Versprechungen. Er fordert schon lange etwas Ähnliches, was wir hier auch diskutiert haben, nämlich eine Gebühr auf CO2-Gebühr, sagt er. Ich sage halt noch weiter Schulden, richtig? Kumi Naidu von Greenpeace, der Chef der Executive Secretary. Das Rad der Klimaaktion dreht sich langsam, aber in Paris hat es sich gedreht, immerhin. Es gibt vieles in diesem Deal, was mich frustriert, aber es stellt die fossile Industrie auf die falsche Seite der Geschichte. Da ist wahrscheinlich mehr der Wunsch, der Vater des Gedanken, weil finden tut man es im Vertrag selbst nicht direkt, außer bei dem Ziel 1,5 Grad. Weil wenn man das weiter denkt, was aber nicht drinsteht, habe ich ja gesagt, dann geht das nur, indem man total verzichtet auf fossile Energien. Möglichst schnell. Dann Hans-Werner Sinn, um den mal zu zitieren, da hat man da was Richtiges gesagt. Im Endeffekt wird auch dieses Abkommen, wie schon Kyoto, nicht in der Lage sein, den weiteren Anstieg des Verbrauchs fossiler Brennstoffe zu verhindern. Er begründet das marktwirtschaftlich, nicht? Wenn wir raussteigen aus der Kohle, dann wird die billiger, dann werden andere, die noch mehr nutzen und so weiter. Also, genau deshalb müssen wir eine starke Bewegung haben, überall, die das verhindert, dass ein Herrn seiner Sinn dann Recht hat. Aber wahrscheinlich, so weit wie es jetzt ist, hat er Recht. Erste Mal. Christiana Figueres, Exekutivsekretärin von dem Klimabüro in Bonn. Ein Planet, eine Chance, es richtig zu machen. Und wir haben das in Paris gemacht. Wir haben zusammen Geschichte geschrieben, sagt sie. Das ist ein Agreement der Solidarität mit den am meisten Verwundbaren.
Es ist ein Vertrag der langfristigen Vision. Also, ich habe genug dazu gesagt. Ban Ki-moon, der UN-Generalsekretär, wir sind in eine neue Ära der globalen Kooperation über eines der komplexesten Probleme, mit der die Menschheit je konfrontiert war, eingetreten. Dies ist ein überwältigender Erfolg des Multilateralismus. Vielleicht bleibe ich ein kleines bisschen bei dieser Aussage. Der Begriff Multilateralismus ist ein Begriff, der in der UNO eine wichtige Rolle spielt und den wir auch ein bisschen reflektieren sollten und ernst nehmen sollten. Er ist nicht ganz unsinnig in meinen Augen. Eigentlich haben wir eine ziemlich unilaterale Welt, nicht? Wir wissen, kapitalistisch dominiert von USA, im Schlepptau Europa, Japan und so weiter. Also die kapitalistisch dominanten Mächte der Welt dominieren diese Erde in verschiedener Hinsicht. Und da ist der UN-Prozess doch ein bisschen, zumindest in der Richtung, nochmal etwas anderes. Es findet demokratischer statt, auch kleine Länder haben da eine Stimme und so weiter. Also ist schon ein bisschen anders, als es ist in den unilateralen und kriegsdominierten Machtpositionen des sogenannten des Westens. Und das möchte ich fast unterstützen, diese Aussage Ban Ki-moon. Und das sollten wir auch weiter vielleicht auch tun in unseren Diskussionen. Ja, ein paar Links, das Paris Agreement könnt ihr euch nachher nochmal genauer aufschreiben. Ihr müsst auch nicht das Ganze abschreiben, sondern nur die ersten www.unf3c, UN-CCC, international, dann ISW München mit Bindestrich München, dann Transform Network und so weiter. So, jetzt kommen wir zu der Alternative. Ich danke euch erst einmal für die Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht, jetzt bin ich wahrscheinlich... Also 5 Minuten zu lang, also 5 Minuten über die Stunde.